Moin an alle City Skylines Freunde und willkommen zu City Skylines USA zu Part 7. Bauen natürlich die Straßen und Stadt weiter auf. So, wir sind jetzt hier hinten. Wir müssen mal gucken. Ja, das würde sogar gehen. Genau. Dann haben wir das jetzt ja auch so verbunden. Ja, das passt, finde ich. So. Nun zu hier. Dann brauchen wir die Straßenbahn. Ist ja weiter nicht abgefackelt. Soweit wie ich weiß, ist doch heute auch hier abgefackelt.
So, da ziehen wir jetzt hier erstmal weiter die Straßen. Ja, das reicht erstmal. Da haben wir ein Müllproblem. Ja, machen wir hier so eine. So, zack. So, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal die Wasserleitungen legen in dieser anderen Stadthälfte.
So. Dann fehlt jetzt noch hier oben. So, dann machen wir noch hier eine hin. So, man muss mal gucken. Man muss mal gucken. Hier, dann. Müssen wir mal gucken. Da müsste eigentlich da aber reichen. Was soll das denn sein? Ah, großer Wasserturm, okay. So, dann Wasser. Ey, das passt mir aber gar nicht. Aber das müsste gleich geändert werden. Weil wir haben ja den Staudamm hier weggemacht. Und da kommt auch schon die Flut. Deswegen. So, dann gehen wir mal hin. Ja, machen wir die Pumpen hier hin.
Dann einmal hier so. Dann brauchen wir natürlich noch Stromversorgung. Mal gucken. Stimmt ja, das brauchen wir natürlich auch. Wasseraufbereitungsanlage wäre gut. So. So, da haben wir hier ein kleines Problemchen mit dem Müll. Das haben wir gleich auch ein Problem gelöst. Dann haben wir hier schon das Mülleimer nicht. Recycling. So. Dann werden wir jetzt mal eben hier ein Stadtviertel erstellen. Das jetzt hier gleich auch. Zack. So, da müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Aber ich denke mir mal, ja, mal gucken. Ne, da müssen wir wissen weiter, ja. Okay. Okay, da passt doch hier wunderbar. Ja.
Dann brauchen wir jetzt einmal genau zweispurig. Das müsste reichen. Dann gehen wir jetzt einmal hin. Ja, das müsste so reichen. Lassen wir es jetzt erstmal voll laufen. So, dann passt das schon mal. Und dann bauen wir hier schon mal einen Hafen hin. So. Dann machen wir hier schon mal die Schienen.
das passt schon mal. Die Schienen. Ist ja nur für den Transport gedacht. Fürs Industriegebiet. Wir werden hier keine Maschinen sonst wohin. Wir bauen hier ganz normal Industrie, dass wir die Ware halt einfach verladen können. Das heißt, ja, die reißen wir hier nochmal ab. Ist besser. Ja, das kann bleiben. Das kann hier auch nochmal weg. Der Zug soll nicht nur in einer Richtung fahren. Ah, nee, das hat. Nee, sowas muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich wie die Pest. So. Nee, der kann doch so bleiben. Aber wir gehen hier hin, machen das jetzt einmal so. So, da waren nicht die Züge in einer Richtung wieder rum, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt.
Dann werden wir jetzt hingehen und hier einen Bahnhof hinbauen. Und wir haben jetzt genug Zeit, wo ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich schon auf heute. Ja, ist ja schon Freitag. Ja, genau. Freue mich schon auf heute Abend. Heute Nachmittag eher gesagt nach der Arbeit. Dann gehe ich ins Kino. In die Minions. Auf der Suche nach dem Miniboss. Haha! Mal gucken, wie der Film ist. Auf jeden Fall ist das hier schon mal so weit. Da muss ich jetzt natürlich hier noch Wasserleitungen verlegen. Ist ja klar, die haben wir hier keine Wasserleitungen. Dann fehlt uns Strom. Was wir auf jeden Fall hier hinbauen werden, ist ein Polizeihubschrauber-Depot. Weil dann haben wir hier genug Einsatzkräfte. Falls mal hier wieder hier ein Waldbrand ausbricht, werden wir auch hier genug Schubschrauber einbauen. Da müssen wir aber gucken, wie wir das am besten platzieren. So, dann haben wir schon mal zwei, drei. Ja. Dann machen wir trotzdem jetzt erstmal hier die Bahnhöfe. Das ist. Ja. Können wir hier wohl noch einen Bahnhof hinbauen?
wir hier wieder runter. Da kann man auch so rumgehen. Das wird, glaube ich, kein Problem sein. Hier die erstmal so richtig schön voll. Genau. Das passt. Das passt wunderbar. So, da müssen wir mal gucken. Stromversorgung fehlt. Ja. Züge, die können ja schon mal einen Zug schon mal immer so hin und her fahren lassen. Ja, ein Zug reicht. Ist ja jetzt erstmal nicht viel. Ein Zug. Aber es reicht. Für die paar Haltestellen reicht ein Zug. So. Dann bauen wir jetzt erstmal die Stromversorgung. Genau. Einmal komplett rum. Geht das? Sehr gut. Sehr schön.
So. Was wäre denn mehr? Auf jeden Fall müssen wir noch Schulen bauen. Gesundheitswesen. So viele Sachen müssen wir bauen. Das gibt es ja nicht. Und wieder so eine große Stadt. Und wir haben ja noch reichlich, reichlich, ohne Witz, wir haben ja reichlich zu bauen. Weil wir müssen ja auch noch die Zugstrecke noch mit der anderen verbinden. Dann müssen wir noch einen modernen Bahnhof bauen. Also wir haben so viel zu bauen. Oh, den Zug, Zug, Zug. Okay, was haben wir denn hier so alles? Modern. Ah, okay. Was ist das? Internationaler Flughafen. Großer Bahnhof. Großer Endbahnhof. Okay, dann muss ich mal gucken. Großer Entweder großer Bahnhof oder großer Endbahnhof. Aber ich denke mir mal. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, dass wir die Züge so auf, nicht nur auf ein Gleis, sondern auf mehreren Gleise verteilen. Zack, 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 zack. Aber da muss ich gucken, wie ich das am besten hinkriege. Da muss ich wirklich gucken. Dann würde ich nicht sagen, dass wir hier unsere Hauptstadt machen. So, und dadurch die Züge in allen Richtungen verlaufen lassen. So, zack, einmal hier so lang. Ja, also hier noch so nach oben. Die Zuglinie, die Strecke müssen wir auch noch hier so verbinden. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen. So, das ist unser. Oh. Sag ich mal. Die Hauptstadt ist so Nebenstadt, so ein kleines Dorf. Sage ich jetzt mal dazu. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das alles hinkriegen.
gefällt mir nicht so. Neuer Versuch. So. Genau. Und der geht dann hier vorne dran. Genau. So, das heißt, der kommt auch noch mal weg. So, und so bauen wir das jetzt noch mal. Das heißt, die ziehen wir hier länger. Genau.
Ja, ist jetzt natürlich nicht 1 zu 1 nachgebaut hier auf der Seite, aber egal. So, und dadurch, dass wir jetzt so gebaut haben, den Bahnhof. Ach, sieht blöd aus. Sieht richtig beschissen aus. Naja, anders kriegen wir das jetzt nicht hin. Egal. Aber das finde ich ja schöner. Ja, kann so bleiben. Das bleibt jetzt so. Dann erstellen wir wieder einmal. Bis wir die Schrecke löschen.
Es reicht ein Zug. Es reicht erstmal. So. Dann brauchen wir die Stromversorgung. Müssen wir erstellen. Oh, hier brennt es mal wieder. Komm, dann lösen wir noch mal eine kleine Katastrophe aus. Was heißt hier denn davon? Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately, if any is available. Alle sollen sofort in ihrer Stadt, in ihrem Bunker gehen. Bunker, Bunker, Alarm. Ui, da hinten brennt es immer noch. Ha, 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 ha. Ja, vorher der Löschhubschrauber ist auch schon in Einsatz. Ja, wie gesagt, wir müssen hier noch weiter bauen. Also hier kommt ja auch ein kleines Industriegebiet hin. Das wird aber direkt alles verladen. So, dass wir damit nichts durch die Innenstadt hier transportieren müssen. Wir können ja auch vorsichtshalber hier noch so eine Autobahnauffahrt machen, wo dann die alle Sachen hier so richtig an der Kante zur Autobahn führt. Dass wir hier so eine Autobahn machen, ja, mit so einer Unterführung, dass wir die dann, ja, da hinten hin, ja, dann bauen wir hier auch nochmal so ein Autobahnkreuz ein. Oh, die müssen wir auch haben. Gut. Wen haben wir da? Ach, Maut. Vielleicht müsste der Meteorit kommen. Müssen wir mal abwarten.
Die Bewohner, die müssten alle jetzt langsam in ihren Bunkern sein. Dies ist keine Übung. Dies ist keine Übung. Bitte gehen Sie sofort in Ihren Schutzbunker. Dies ist keine Übung. Da, jetzt. A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. Holt sofort die Feuerwehr! Holt sofort die Feuerwehr! Es brennt! Es brennt! Es brennt! Holt sofort die Feuerwehr! Waldbrand! Waldbrand! Die müssen sofort löschen. War natürlich nicht da geplant, der Einschlag sollte eigentlich mehr ins Wasser gehen. Aber soll man machen. So, und dann sag ich mal bis später.